Sie sind Freund der leckeren und einfach nachzukochenden Rezepte der Emotion Booklets oder der Lidl Rezeptideen? Dann werfen Sie heute doch einen Blick hinter die Kulissen und begrüßen Sie mit uns die Frau, die verantwortlich ist für das Foodstyling unserer Fotoproduktionen. Eine brillante Köchin, ausgezeichnete Kochbuchautorin und gefragte Foodstylistin für Produktionen vieler namhafter Sterneköche. Kommen Sie mit uns ans Set, dem Ort, an dem Sie alle Rezepte verwirklicht und ohne Tricks in Szene setzt. Bringen Sie gemeinsam mit Monika Schuster Ihre Küche zum Brodeln. Für die Süßen unter Ihnen haben wir eine Erdbeer-Cheesecake kreiert, die schwieriger an als es ist. Dafür brauchen wir natürlich frische Erdbeeren, Erdbeerschokolade, also weiße Schokolade mit Erdbeeren, Vanillepudding, saure Sahne, Naturfrischkäse und Puderzucker. Erstmal putze ich die Erdbeeren, die sind gewaschen. Jetzt kommt hier oben der grüne Ansatz weg, sprich entkelchen. Ein Teil schneide ich in Würfel und den anderen Teil für die Dekoration in Scheiben. Das ist das Wichtigste. Diese Schokolade, den Erdbeeren, kleine Würfelhacke. Vorsicht mit den Fingern, dass da nicht schief geht. Das müsste auch reichen. Für die Creme nehme ich mir jetzt den Frischkäse. Ein bisschen saure Sahne. Und nicht nur für Kinder, den Vanillepudding. Alles gut miteinander verrühren, sprich ab. Jetzt kommt ein bisschen Puderzucker für die Süße dazu. Und jetzt die gehackte Schokolade. Die gewürfelten Erdbeeren und jetzt mit dem Küchenhelfer unterheben. Wir fürs Foto oder zum Anrichten fürs Foto haben gerne immer so ein bisschen kleinere Gefäße. Das heißt, der Fotograf kann mit seiner Optik besser an die ganze Sache ran. Ich lasse mal ganz vorsichtig hier in die Tassen fallen, als Fingerfood nach einem schönen Menü oder auch im Stehen, wenn Sie eine Gartenparty haben, jetzt draußen, wenn es Frühling wird, alle wollen raus, damit den Scheiben noch ausgarnieren und auch hier schön in die Höhe, je nach Geschmack, noch so ein kleines Stückchen von den Florentinern mit reinstecken. Ich kann nur sagen, schmeckt groß und klein. Als Variante können Sie das Rezept auch als Eis zubereiten. Einfach über Nacht einfrieren, mit so einem Löffel aufkratzen. Und auch als Tipp von mir, kurz bevor Sie es servieren, so ungefähr eine gute halbe Stunde, in den Kühlschrank stellen. Dann wird das Eis wieder schön weich. Dann können Sie es problemlos aufkratzen. Und dann füllen wir es auch um. Ein schönes Schälchen. Mit den Erdbeerscheiben ausgarnieren und servieren. Und nicht vergessen, kochen Sie mit Liebe, dann schmeckt es noch.